Mein Name ist Chris Moser. Ich bin in der Tierrechtsbewegung aktiv seit 2002 ungefähr. Und natürlich davor schon Leserbriefe geschrieben, mich an Diskussionen beteiligt, Diskussionen geführt. Seit 2006 war ich beim VGD angestellt als Kampagnenleiter und Kampagnenkoordinator für die Kleiderbauerkampagne in Tirol. Wir haben da Demos abgehalten, Run-ins durchgeführt teilweise. Meine Hauptaufgabe war eben die Koordination und die Abhaltung der Demos. Und auch die ganzen Verhandlungen mit den Behörden natürlich. Mein erster Observationsbericht ist mit Juli 2007 datiert. Das heißt also, ab diesem Zeitpunkt offensichtlich wurde ich optisch überwacht. Das heißt also, ich wurde von einem Zivilbeamten observiert. Dauert möglicherweise bis jetzt an, das wissen wir nicht. Gemündet hat diese ganze Repression in den Hausdurchsuchungen am 21. Mai 2008. Es sind an diesem Tag um 6 in der Früh 8 bewaffnete Beamte in unser Haus gestürmt, in das Haus, wo ich mit meiner Frau und meinen 3 Kindern lebe, haben alle Räume auf den Kopf gestellt, haben Sachen rausgeschmissen, haben Sachen mitgenommen. Wir wissen bis heute nicht, ob wir alles wieder haben. Es war unüberschaubar riesig. Dieses ganze Konvolut, diese Kistenweise haben sie Sachen abtransportiert, teilweise auch kaputt gemacht. Dieser Tag hat geendet damit, dass ich nach dieser 5,5-stündigen Hausdurchsuchung, während ich mit Handschellen am Tisch fixiert war, gefangen genommen wurde und für 3 Monate ins Gefängnis kam. Während meiner Gefangenschaft habe ich meine Frau und meine Kinder lediglich alle 2 Wochen sehen können. Und jetzt, seit 2. März 2010, läuft eben der Prozess. Verantworten müssen sich mittlerweile 13 TierrechtlerInnen am Landesgericht Wiener Neustadt im Schwurgerichtssaal wegen dem Paragraph 278a. Das ist kriminelle Organisation. Mir wird vorgeworfen, Mitglied einer kriminellen Organisation zu sein, beziehungsweise eine kriminelle Organisation zu unterstützen. Die Unterstützungshandlungen sehen folgendermaßen aus. Eben beispielsweise bei mir ein zentraler Punkt, eben das Abhalten und Organisieren von Demos, das Übernachten lassen von ausländischen AktivistInnen. Ganz wesentlich für mich und erschreckend für mich ist, dass eben unter anderem im Strafantrag auch drinnen steht, dass bei mir eben Flugblätter zur späteren Verteilung gefunden worden sind. Wenn man sich jetzt verinnerlicht, dass die Geschwister Scholl nur wegen Flugblättern praktisch vom Volksgericht zu Tode verurteilt worden sind, dann weiß man, was das für Fahrwasser ist und wo es sich hinentwickeln kann, wenn man nicht sofort etwas tut. Und genau um das geht es jetzt eben auch, dass ich mir denke, alle Sachen, die ich gemacht habe, sind in keinster Weise kriminell oder demokratiepolitisch bedenklich. Und wenn auch du möchtest, dass man in Zukunft weiterhin politisch aktiv sein kann, dass man sich in Zukunft auch zivil gesellschaftlich engagieren kann, dann würden wir 13 uns natürlich über eure Unterstützung freuen. Hintergründe zum Prozess, Hintergründe zu den Verhaftungen, zur ganzen Repressionssache gibt es auf www.278.at. Protokolle aus dem Gerichtssaal und auch wiederum Hintergrundinformationen gibt es auf www.tierschutzprozess.at.